Ja, wir sind heute verbunden telefonisch mit Peter Erwin Jansen, einem der Herausgeber, Herausgeberin des frischen Bandes von Herbert Marcuse, Kapitalismus und Opposition. Untertitel lautet Vorlesungen zum eindimensionalen Menschen. Da wird es jetzt bei einigen Leuten klingeln. Da gibt es einen direkten Bezug zu dem bekannten Buch von Marcuse. Erschienen ist das Ganze im Verlag zu Klampen, und zwar formal letztes Jahr, 2017. Und genau, mit Peter Erwin Jansen haben wir die Freude, jetzt über dieses Bändlein sprechen zu können. Und ich sage danke fürs Zeitnehmen und herzlich willkommen in der Sendung. Ja, freut mich. Mal schauen, was rauskommt. Das werden wir gleich sehen. Sie haben ja einen sehr deutlichen Bezug zu Herbert Marcuse, nicht erst seit der Herausgabe dieses Bandes. Ich sage der Vollständigkeit noch dazu, gemeinsam mit Lisa Doppler und Alexander Neupert Doppler, als Dreigespann, sondern Sie haben ja eine lange Geschichte in der Beschäftigung mit Herbert Marcuse. Wollen Sie vielleicht mal Ihren Bezug zu ihm und seinem Werk kurz skizzieren, damit unsere Hörerinnen auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, in welchem Verhältnis Sie zu Marcuse stehen? Ja, das kann ich gerne versuchen. Ja, die enge Verbindung zu Marcuse kommt eigentlich über meine Magisterarbeit und über den Nachlass von Herbert Marcuse, der seit den 80er Jahren hier im Archivzentrum der Universitätsbibliothek in Frankfurt liegt. Ich habe meine Magisterarbeit bei Jürgen Habermas geschrieben und dort war ein Teil, ein Forschungsteil, der sich mit der Auseinandersetzung von Marcuses Habilitation bei Martin Heidegger beschäftigte. Und mit diesem ersten Versuch im Archiv bestimmte Materialien neu zu sichten, wurde dann auch der Kontakt hergestellt zu Douglas Kellner. Ich war dann in Houston, habe ich 2 Jahre gelebt und habe Douglas Kellner kennengelernt und wir haben dann dort geplant, einige Sachen, Dokumente erstmal von Marcuse aus dem Archiv zu publizieren. Das gelang uns dann 1998 eigentlich ganz gut mit dem ersten Band bei zu Klampen, mit den Feindanalysen über die Deutschen und daraus ist dann sind dann die 6 Bände aus dem Nachlass entstanden, die alle thematisch aufgebaut sind. Also an Begriffen, mit denen Marcuse sich auseinandergesetzt hat, über Demokratie, über Ästhetik, über Technologie. Also nicht so sehr richtig Archivdokumentationen, sondern tatsächlich thematisch an diesen 6 Hauptbegriffen, von denen ich glaube, dass es die 6 Hauptbegriffe in Marcuses Theorie sind. Die wurden eben dann zusammengefasst und publiziert, alles neue aus dem Archiv publizierte Dokumente. Ja, und der zweite Teil ist, dass daraus seit 2005 gab es eine Einladung nach Philadelphia. Daraus ist dann die internationale Herbert Marcuse Society entstanden, die alle 2 Jahre internationale Konferenzen, teilweise zwar waren wir in Toronto und ansonsten in den USA, durchführt. Unterschiedliche Designs sind da immer im Spiel. Also manchmal geht es nur um Expertendiskussionen, das hatten wir zweimal. Ansonsten versuchen wir immer die Universitäten, an denen die Konferenzen durchgeführt werden, mit einzubeziehen. Das heißt, Studenten bereiten die Konferenzen mit vor. Wir haben immer ein Panel mit Studenten, die da ihre Arbeiten über kritische Theorie oder über Marcuse im Speziellen vorstellen. Und der Zulauf ist eigentlich enorm. Wir haben 2011 unseren Höhepunkt, glaube ich, gehabt in Philadelphia bei Occupy Philly. Dort ist Angela Davis aufgetreten mit 2500 Zuhörerinnen und Zuhörern war das Theater der Universität in Philadelphia sehr voll und anschließend gab es einen Demonstrationsmarsch downtown zu Occupy Philly. Und die letzte Konferenz fand in Toronto statt im November, die auch sehr gut besucht war. Ja, das ist der Bezug, der zu Marcuse geführt hat. Und vielleicht, das darf ich noch sagen, es gibt noch einen anderen Bezug, das ist der Leo Löwenthal, den ich hier lange gekannt habe und dessen Nachlass ich ebenfalls betreue und auch herausgebe. Und das ist sehr interessant, weil die beiden, Marcuse und Löwenthal, in den 60er, 70er
Jahr, nachdem Marcuse nach San Diego gegangen ist, auch direkten persönlichen Kontakt hatten und die sind eigentlich seit 1934 eng miteinander befreundet gewesen. Und ich finde also Briefe von Marcuse und Löwenthal und Horkheimer, aus dem Briefwechsel kann man einiges sich über das Archiv erschließen. Ja, das soweit zum Marcuse. Das macht schon mal so ein paar Achsen auf. Was ich in der Beobachtung, ich sage jetzt mal, der ist natürlich auch ein subjektiver Eindruck, aber mein Eindruck ist tatsächlich, wenn man sich die linksintellektuellen Diskussionen eher im deutschsprachigen Raum ansieht, würde ich meinen, hat Marcuse eine relativ nachrangige Rolle, gerade wenn man es vergleicht mit, wir haben jetzt dieses 1968, 50 Jahre Jubiläum, zu der Zeit war ja seine Bedeutung in den, ich sag mal, auch öffentlichen intellektuellen Debatten, aber gerade auch innerhalb der linken Bewegungen, durchaus sehr, sehr groß, also relativ einflussreich, auch mit den Schriften. Da scheint sich irgendwie was gewandelt zu haben. Gerade wenn man jetzt dann sozusagen auch in die bürgerliche Linksmitte Intelligenzia oder so guckt, dann ist da eben Habermas wesentlich stärker, nach wie vor auch noch. Was Sie jetzt beschrieben haben, auch von der internationalen Marcuse Society, spielt sich über weite Strecken in den Vereinigten Staaten ab. Wie würden Sie das einordnen, Marcuse in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Marcuse in den Vereinigten Staaten, wo er auch über weite Strecken einfach überwiegend wissenschaftlich tätig war, tatsächlich? Ja, also ich würde das ein bisschen relativieren. Also die, sagen wir mal, eine kleine Renaissance Marcuses findet nicht nur in den USA statt, also seit, ich würde mal sagen, seit 20 Jahren, sondern also ich war 1998 länger in Sao Paulo in Brasilien unterwegs und bin da auch einige Male. Also Lateinamerika, da spielt Marcuse oder die, ich will nicht sagen Marcuse alleine, aber die kritische Theorie jenseits von Habermas, der natürlich einen besonderen Stellenwert hat. Also das ist auch, glaube ich, unstrittig. Aber daneben spielt Marcuse und die frühe kritische Theorie schon eine große Rolle. Wir haben in Chile zum Beispiel einen sehr intensiven Arbeitskreis, mit dem sind wir in Kontakt über den Romero aus Spanien, der dort einige Übersetzungen von Marcuse ins Spanisch übernommen hat. Wir haben eine ganz starke Gruppe in Brasilien, die dort arbeitet, die auch sehr viel vertreten sind bei den Marcuse-Konferenzen. Ja, wir haben natürlich USA, das hat aber sicher auch mit der Figur Angela Davis zu tun. Angela Davis hat Marcuse in jedem Interview erwähnt sie ihn und Marcuse wird in der Philosophie, in amerikanischen Hochschulen mit seinen Standardwerken sehr viel ernster genommen, also Standardwerken Eindimensionaler Mensch, Errors in Civilization, 1955 erschienen, sein alter Hegelband Reason and Revolution von Vernunft und Revolution aus den 1940er Jahren, gilt in den USA in der Philosophie als Standardwerke. Das heißt, mindestens ein Band lesen an verschiedenen Hochschulen die Studierenden zusammen und erarbeiten den. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Und wir haben in Deutschland natürlich große Konkurrenz mit einer wunderbaren Adorno-Ausgabe. Adorno, Horkheimer sind eben über große Verlagshäuser nochmal bekannt geworden und sind die Archive auch besser organisiert gewesen, weil dort auch Gelder reingeflossen sind, wohingegen Marcuse, würde ich mal sagen, wie ein Stiefkind behandelt wurde. Das hat sich in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren ein wenig geändert, weil es da auch Kooperationen zum Surkamp Verlag gibt, die ihn ja früher herausgegeben haben. Also kurzum, es hat mit der Präsenz von konkurrierenden Kritiken, kritischen Theoretikern zu tun hier in Deutschland, aber auch mit einer publikationspolitischen Strategie, die Marcuse einfach vernachlässigt hat. Also insofern viele unterschiedliche Dinge. Vielleicht nochmal zu 68, das war ganz interessant, was Sie gesagt haben. Ich befürchte, dass 1968 Marcuse nicht gut getan hat. Insofern, weil er als dieser Guru der Linken und der 68er-Bewegung galt und darüber wirklich vernachlässigt wurde, dass Marcuse auch substanzielle philosophische Grundausbildung hatte. Und wenn man sich seine Rationalitätskritik mal richtig anschaut und durchliest, dann kommen da wirklich philosophische Aspekte, seien sie über Heideggers Begriff der Technik oder andere
über Max Weber. Da kommen tatsächlich philosophische Auseinandersetzungen, die aber stark vernachlässigt wurden und in den Hintergrund geraten sind, über die Präsenz, über dieses Guruhafte, über die Medienpräsenz Marcuses in den 60er Jahren. Und ich hoffe, dass wir in der Marcuse-Gesellschaft, aber auch mit den Publikationen das ein bisschen richtigstellen können und wieder an die Möglichkeiten seiner Kritik gelangen, also Anknüpfungspunkte finden, wie er Gesellschaftskritik betrieben hat und nicht nur, wie er in der 68er-Bewegung aufgetreten ist. Ohne aber dabei wahrscheinlich trotzdem den politischen Impetus fallen zu lassen, den er natürlich ganz stark hat und der ja auch, denke ich, Mitgrund für die starke Rezeption war in den verschiedenen Bewegungen zu der Zeit. Wir können ja mal einen Blick auf das Bändchen werfen, von dem wir, also das quasi der Ausgangspunkt des Interviews ist. Ja. Wie gesagt, der Titel lautet Kapitalismus und Opposition und es sind eben abgedruckte Vorlesungen, die Marcuse in Frankreich, in Paris, als Vorlesungen zum eindimensionalen Menschen, so der Untertitel, gehalten hat. Interessanterweise schon einige Jahre, nachdem der eindimensionale Mensch erschienen ist. Also ja, das ist richtig. Ich muss dazu sagen, der Untertitel kann sozusagen zu Missverständnissen führen. Also ist teilweise auch gewollt gewesen. Einmal war der Bezug zu dem 64er-Buch, also beziehungsweise der eindimensionale Mensch, der 1967 in Deutschland erschienen ist, in deutscher Sprache, der sollte schon hergestellt werden. Auf der anderen Seite ist der eindimensionale Mensch bei Marcuse ja ein Begriff, der die gesamte Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft auf den Punkt bringt. Das heißt, der eindimensionale Mensch, so wie er hier gedacht ist, im Untertitel, ist nicht der Buchtitel, sondern es ist eine Analysekategorie, wie sich im Kapitalismus bestimmte Veränderungen sowohl im Bewusstsein, Unbewusstsein von Menschen vollzieht, im Arbeitsverhältnis, Mensch vollzieht, in der Opposition, dass die Opposition wegfällt im Kapitalismus, dass der Konsum sozusagen Menschen ins Falschbewusstsein drängt, würde man bei Marcuse, wenn man Marcuse orthodox das interpretiert. Also all das sind ja Kategorien, die den eindimensionalen Menschen bestimmen als ein Ergebnis der spätkapitalistischen oder man kann auch jetzt sagen der neoliberalistischen Gesellschaft. Also nicht alleine der Titel ist es, sondern die Veränderungen menschlichen Bewusstseins und menschlichen Handlungsmöglichkeiten im Kapitalismus. Und das war mit dem Untertitel auch gemeint. Punkt 2, Paris, ja, 10 Jahre später, also nach 1964, in den USA, When the Mention of Man, dann 1974 war er in Paris. Interessant ist neben dem Auftritt Marcuses diese Universität, Vincennes, die eine Reformuniversität war, gebildet wurde in den 60er Jahren, während der Studentenrevolte, als Gegenpol zu der Elite-Universität Sorbonne. Und dort ist Marcuse neben Foucault, Lacan, also eine Ansammlung von Intelligenz, die sich dort Vorlesung gehalten hat. Und da ist auch Marcuse aufgetreten und hat diese 6 Lectures, diese 6 Vorlesungen an der Universität in Vincennes gehalten. Die 74er-Zeit war geprägt, auch für Marcuse, geprägt natürlich von historischen Ereignissen, nicht mehr Revolten wie in den 60er Jahren, aber doch einer bedrohlichen weltgeschichtlichen Situation, also 1974 eine große Krise, die Ölkrise, 74 war Chile, viele Interventionen des CIA in Lateinamerika, wir hatten die Nixon-Affäre, Watergate, also das waren alles politische Ereignisse, die Marcuse in diesen Jahren 1974, 73, 74 auch in den Vorlesungen verarbeitet hat. Der Vietnamkrieg war ja eigentlich schon zu Ende und dann gab es trotzdem eine große Offensive, ja, in Vietnam. Okay, das ist tatsächlich interessant, um den Untertitel zu verstehen und sozusagen zur Einordnung zu wissen, wo wir mit dem Band umgehen. Aber die Ambivalenz wird ja nicht nur durch den Untertitel hervorgerufen, sondern also zusätzlich zu diesen 6 Vorlesungen, von denen Sie gerade sprachen, gibt es eine Einleitung von Roger Behrens. Ja. Genau, ein Interview mit Marcuse hinterher,
Nochmal ein Kommentar tatsächlich zur Reformuniversität Vincennes. Also wer sich dafür interessiert, kann auch da in die Tiefe gehen und eben auch ein Interview zu dem Buch Der eindimensionale Mensch, wo ja auch nochmal die Verbindung etwas expliziter hergestellt wird tatsächlich. Für die Leute, die zum Beispiel der eindimensionale Mensch, das man wahrscheinlich doch als das am meisten rezipierte Werk meiner Wahrnehmung nach bezeichnen könnte von Herbert Marcuse. Ich zu meiner Stande muss gestehen, ich habe es nicht gelesen. Aber für diejenigen, die zuhören und sozusagen einen Vergleich ziehen könnten, welche Entwicklungslinien würden Sie ausmachen über diese 10 Jahre hinweg zwischen 64 Erscheinen des Buches auf Englisch und 74 die Vorlesungen, über die wir hier sprechen, die Sie herausgegeben haben gerade? Das ist, glaube ich, recht schwierig zu beantworten. Also die Anknüpfungspunkte sind zu entdecken in der Form, wie er seine Gesellschaftskritik formuliert. Also da gibt es Anknüpfungspunkte von 64. Er ist viel konkreter, 1974 konkreter meint, er arbeitet zum Beispiel mit Statistiken, mit Zahlen, was er vorher, soweit ich Marcuse kenne, immer abgelehnt hat. Also er entschuldigt sich sogar in der Vorlesung von Paris, dass er jetzt mit Statistiken kommt. Also er ist da sehr viel konkreter. Das Weiterdenken von 64 auf 74 liegt mit Sicherheit in einer neuen Betrachtung der Möglichkeiten von Opposition. Das zeigt er auch im Interview. Er geht dann zum Beispiel auf die Frauenbewegung ein, die natürlich die Frauenbewegung und feministische Bewegung hat auch Marcuse kritisiert, dass er die feministische Bewegung funktionalisiert, die Frauenbewegung. Aber es ist ganz interessant, wie er sie deutet in dem Interview mit Le Monde. Was er auch beschreibt, Unterschied zu 64, ist eine Veränderung in der Arbeit, also in der gesellschaftlichen Arbeit. Was geschieht, wenn das produzierende Proletarier sozusagen, der produzierende Arbeitnehmer weniger wird und wir haben eine Steigerung in der Dienstleistungsgesellschaft. Da ist er viel konkreter, also dieser Begriff des Wissensarbeiter wird viel stärker ausgeführt wie 1964. Hat sich ja auch schon angedeutet, 10 Jahre später konnte er viel mehr sehen, also bezieht sich da auf Daniel Bell. Das ist sicher eine interessante Verschiebung. Und nochmal, was er interessanterweise bringt, ist der Begriff der geplanten Obsoleszenz, also der geplanten Verringerung von Konsumgütern, also die Lebenszeit von Konsumgütern, die geplant verringert wird von den Herstellern, von den Produzenten, um einen schnelleren Kreislauf in der Konsumgesellschaft zu erzeugen. Und darauf geht Marcuse tatsächlich ein. Und wenn wir heute aktuell uns anschauen, wie zum Beispiel die iPhones produziert wurden, wie zum Beispiel Verschleiß in Druckerpatronen eingebaut wird. Das ist ja hochinteressant, dass Marcuse 74 diese einzelnen Begriffe schon in die Diskussion wirft. Und wir sehen heute, was passiert, wie eine technische Rationalität eigentlich über das, was einen Menschen ausmacht, nämlich seine Arbeit, wie dort dieser Sinn, der in der Arbeit gelingt, wird, immer geringer wird. Und das kann man in den 74er Vorlesungen sehr gut nachvollziehen, wie ich finde. Also er ist sehr viel konkreter, er arbeitet mit empirischem Material, er bringt Begriffe, die wir heute eigentlich in der Kritik am Kapitalismus nochmal neu entdecken. Und ich finde, das ist schon, er kritisiert zum Beispiel auch die Politik, die amerikanische Politik, sehr viel stärker und klarer als im eindimensionalen Menschen. Ja, und wenn man sich das, ich glaube, das sind schon 4, 5 Punkte, die ausreichen, um sich nochmal diese Vorlesungen oder überhaupt mal mit diesen Vorlesungen zu beschäftigen. Indirekt haben Sie auch schon auf die Frage geantwortet, die ich jetzt stellen werde, aber eben, also wenn man sozusagen diese Linie zwischen 64 und 74 ziehen würde und bis zur Gegenwart verlängert, lassen sich tatsächlich einige Aspekte zeigen, wie eben die genannte Obsoleszenz, die eine überraschende Aktualität für unsere Gegenwart aufweisen. Vielleicht lässt sich da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Auch eben, ich meine, sowas wie Automatisierung von Arbeit spielt nicht in dem Maße eine Rolle, aber die Debatte um die Wissensgesellschaft ist noch nicht so alt. Auch gerade im deutschsprachigen Raum war in den 90er Jahren stark. Die
Reduktion der Arbeit und so weiter. Das wären ja durchaus Aspekte, wo man sagen könnte, wow, okay, die sind zwar, wie lange jetzt her, 34, schlecht in Mathe, bin auch nicht gut mit Zahlen, sorry, Jahre her, aber gerade diese Aspekte könnte man ja durchaus behaupten als äußerst aktuelle Debatten, die direkt anschließen als das, was im Moment diskutiert wird. Ja, ohne Zweifel. Also ich, wenn man sich die Technikkritik aus dem eindimensionalen Menschen eher abstrakter nochmal jetzt vergleicht mit diesen Schriften von 74 und schaut nochmal nach heute über die Diskussion mit Web 4.0, mit künstlicher Intelligenz, Arbeit wird sich verändern. Wir wissen noch gar nicht, wie sich die Arbeit verändern wird, also welche Bedeutung es hat für die Gesellschaft, für unsere Gesellschaft, die ja auf dem Arbeitsbegriff beruht, von der Geburt an bis zur Rente, bis zum Tod. Dreht sich bei uns alles um das Reich der Notwendigkeit. Ja, also um Marx mal zu zitieren, der ja auch bald Geburtstag hat. Das ist auch interessant. In den 74er Schriften geht Marcuse sehr viel klarer mit Marx-Begriffen um als in dem Band von 1964. Also die gesamte Arbeit wird sich verändern. Wir spüren das. Die Gesellschaft spürt, dass es einen richtigen Paradigmenwechsel geben wird in dem Begriff oder in dem Produzieren von Gegenständen, also in dem Produzieren von Ware. Wir spüren das. Web 4.0, technische Rationalität, man muss sich nur die letzten großen Publikationen anschauen von Hartmut Rosa, der das beschreibt in seinem Beschleunigungsbuch, von Homo Deus, von Harari. Jetzt hat David Precht, man kann denken über ihn, was man will, aber auch er bringt dieses Thema in seinem neuesten Buch. Also was passiert mit der Gesellschaft, wenn die technische Rationalität, die technische Entwicklung unsere Idee von Arbeit, auf der unsere gesamte Gesellschaft beruht, praktisch verringert, verkleinert? Was passiert mit den Menschen? Was passiert mit dieser Gesellschaft? Und das ist wie ich finde, in einigen Passagen in den 74er Schriften wirklich zu erkennen. Also dass Marcuse darauf hinweist, dass das Reich der Notwendigkeit eigentlich längst befriedigt ist und wir könnten das Reich der Freiheit, also tatsächlich könnten Menschen ihre Zeit anders nutzen als nur für die Arbeit, nur zum Arbeiten, weil wir sozusagen versorgt sind mit den Produkten und die Menschen könnten anders leben. Aber der Kapitalismus kommt ohne diese beschleunigte Konsumumsetzung gar nicht aus. Er muss den Konsum weiter produzieren und er muss auch Menschen dazu bringen, weiter zu konsumieren. Ohne Konsum bricht der Kapitalismus zusammen. Das heißt, man muss Produkte so manipulieren, dass sie nicht mehr so lange halten und man muss Menschen, wir sehen das ja momentan, die Chance wegnehmen, dass sie die Produkte reparieren können. Aber, und das würde ich mal sagen, ist ein Plus. Wenn man mit Marcuse arbeitet, sieht man auch die kleinen Oppositionsfäden, die sich durch diesen Kapitalismus durchziehen. Und da sind zum Beispiel diese Repair-Cafés, die momentan überall entstehen. Also, dass sich Menschen zusammenschließen und sich tatsächlich an die Produkte oder begeben und die reparieren wollen. Und man sich zusammenschließt. Das ist nicht nur, dass diese Produkte wieder repariert werden sollen, sondern da entsteht eine neue Form von Sozialität. Dass Menschen sich während sie ein Ding reparieren, auch neu über diese Konsumgesellschaft unterhalten. Warum ist diese kurzlebig? Es entstehen neue Freundschaften, es entstehen neue Blicke auf Nachbarschaften, auf Armut, auf die Anerkennung von Menschen, die noch reparieren können, die eine Idee davon haben, Produkte wieder zu verwerten. Also all das, wie ich finde, spürt man so ein bisschen, wenn man diese Lectures liest und man kann das sehr gut, glaube ich, eine Brücke bauen auf die aktuelle Diskussion. Und was Marcuse ergänzen kann, zu vielleicht ausschließlich ökologischen Deutungsmustern oder moralischer Empörung, wäre eben genau die Kapitalismusanalyse, die eine gesamtgesellschaftliche Perspektive oder vielleicht eigentlich eine globale Perspektive mit einpflicht. Was Sie gerade genannt hatten, würde ich tatsächlich nach meiner Lektüre sagen, ist eine der Kernthesen in diesen Vorträgen zum Konsumkapitalismus, macht er sehr stark, eben die Art und Weise, wie im, wie er es bezeichnet, Spätkapitalismus oder in der postindustriellen Gesellschaft
Konsum erzeugt werden muss und daraus ein neuer zentraler Widerspruch entsteht im kapitalistischen Produzieren. Ein Aspekt hat mich tatsächlich stutzen lassen. Also Marcuse hält sich im Ton, vor allem auch in Prognosen, sehr bedeckt. Das ist eine sehr bewegte Zeit. Es lässt sich nicht absehen, wohin die Entwicklung geht. Er trägt natürlich schon die durchaus begründete Hoffnung mit sich, dass sich Widerstände formieren und der Kapitalismus überwunden werden könnte, stets im vorsichtigen Konjunktiv 2 mit Ausblick auf das 20., 21. Jahrhundert. Und eine Ziellinie oder eine Zielperspektive, die er aufmacht, ist so der Titel auch dieses Interviews mit Le Monde, ebenfalls von 74 aus der Zeit, die entfremdete Arbeit durch Kreativität zu ersetzen. Also dieser Gegensatz von Entfremdung und Kreativität, Selbstbestimmung, sowas in die Richtung. Gleichzeitig, und da würde ich eben sagen, tut sich eben auch so eine Widersprüchlichkeit auf. Gibt es durchaus auch Aussagen von ihm, die unter anderem Roger Behrens in dieser Einleitung aufgreift, die eher in die Richtung gehen, dass gerade diese Kreativität, künstlerischer Ausdruck, Individualität und so weiter, was wir in den Bewegungen 68 stark vorgefunden haben, die ja auch von Entfremdungskritik getragen waren mitunter, dass diese Aspekte durchaus auch sehr stark eingemeindet, eingehegt wurden, funktionalisiert worden im Sinne einer kapitalistischen Produktionsweise oder eines kapitalistischen Funktionierens von Gesellschaft. Also dass gerade auch dieser Aspekt der Kreativität durchaus kippen kann an so einer Stelle. Und dann hatte ich eben den Eindruck, haben wir hier widersprüchliche Bewegungen. Also das Zweite wäre so das, was manche vielleicht kennen von Boltanski und Capello, die auch genannt werden von Behrens, die ja eben sagen, diese Künstlerkritik, die sehr stark gemacht wurde, 68, wurde eigentlich geschluckt und mit eingearbeitet in das, wie Kapitalismus funktioniert. Mitunter auch mit dem Effekt, dass diese ganze Individualisierungsthese, Beck und so weiter, auf diese Art und Weise stattfinden konnte. Die Sozialkritik wird dann dem gegenübergestellt, also sozusagen harte ökonomische Kriterien und Ausbeutungskritik würde eher in den Hintergrund gedrängt worden sein. Wie lässt sich das vereinbaren, wenn man Marcuse hier liest? Ja, also das ist ja die Frage der ästhetischen Dimension. Das war ja seine letzte Arbeit, sein letztes kleines Essay, Ästhetik der Menschen, 1979 erschienen. Da schreibt er ja auch, oder setzt er auch noch Hoffnung rein, dass sich über die Ästhetik und über die Kultur, über die Kunst sozusagen nochmal ein widerständiges Potenzial entwickeln lässt. Wenn man sich heute die Kulturindustrie anschaut, das hat man jetzt bei dem Echo wieder erlebt, da gibt es dann eine Empörung, obwohl die Verkaufszahlen ja eigentlich für Kollega und Bring sprechen. Und wir haben jetzt moralische Empörung darüber. Ja, ich glaube, dass Marcuse bei der Hoffnung oder in diese ästhetische Dimension, das würde er vielleicht heute unter den Aspekten von Social Media und Netzwerken und Beschleunigung der kulturellen Verbreitung oder der Produkte aus der Kultur, wie schnell die verbreitet werden können, anders sehen. Die Überschrift Kreativität, er hält trotzdem daran fest, natürlich muss er daran festhalten, denn wenn er das nicht tut, dann ist die Diskussion um die Erweiterung des Reichs der Freiheit sinnlos. Denn irgendetwas muss ja, wenn das Reich der Notwendigkeit, also die Produktion und die Befriedigung der Bedürfnisse erfüllt ist, muss ja was für das Reich der Freiheit übrig bleiben. Und das ist der zentrale Begriff, der ist Kreativität. Kreativität muss jetzt nicht unbedingt in der künstlerischen oder in der ästhetischen Dimension liegen. Er kann auch darin liegen, was ich eben beschrieben habe, dass Menschen wieder in der Lage sind, beschädigte Konsumgüter zu reparieren. Auch das ist eine Form der Kreativität. Das ist sozusagen immer noch der utopische Aspekt, den er in diesem Begriff Kreativität oder ich würde mal sagen Ästhetik der Menschen, den er darin sieht, und er braucht ihn einfach als einen Gegenbegriff zu der entfremdeten Gesellschaft oder zu der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr ein Widerspruch.
in dem Marcusischen Denken selbst, für uns heute, wird es vielleicht fragwürdiger, weil die Kulturindustrie einfach so viel mächtiger geworden ist in der Wirkung und der Rezeption und wie Menschen diese Kulturindustrie aufnehmen und verbreiten und auch nutzen, also über digitale Technologien, über Netzwerke, übers Internet, dass Marcuses enger Blick aus den 60er, 70er Jahren, vielleicht ja aus den 70er Jahren, der reicht da nicht mehr aus, um das um diese Kulturindustrie oder die, ja, um die zu kritisieren. Ich bin da ganz skeptisch. Also ich glaube, dass es ist kein guter Zugang, sich zu hoffen, dass Kultur insgesamt ein Gegenpol zur Realität noch bildet. Ich glaube eher, der Begriff der Kreativität ist da viel breiter und viel sinnvoller. Ja, bei der Kreativität geht in die Individuen, in die Subjekte, und die müssen sozusagen zurückerobern, wie sie Sinn in ihr Leben bringen. Und nicht wie die Kulturindustrie ist ein Teil des Kapitalismus. Fertig. Ja. Da gibt es keine Hoffnung, glaube ich, dass sich das ändert. Ist ja vielleicht tatsächlich ein schöner Abschluss, weil der Kampf um die Subjekte, die Subjektivitäten ja auch einer ist, der durchaus von anderen Leuten in Paris, Paris-Marseille und an anderen Orten sehr stark gemacht wurde. Also quasi eine erneute Marx'sche Lektüre oder aus Perspektive der kritischen Theorielektüre von Foucault und Konsorten kann da vielleicht durchaus ergänzende Aspekte aufwerfen. Es ist vielleicht ein schöner Abschluss auch des Gesprächs, weil es zeigt, was Marcuse 1974 in Paris in seinen Vorlesungen vorgetragen hat, ist durchaus relevant, aber natürlich gibt es Aspekte, wo weitergedacht angeschlossen werden kann und muss, um den zeitgenössischen Verhältnissen gerecht zu werden oder eben gerade ihre Ungerechtigkeit aufzudecken. Lieber Herr Jansen, wir haben gesprochen über das Buch, das Sie gemeinsam mit Lisa Doppler und Alexander Neupert-Doppler kürzlich herausgegeben haben, Herbert Marcuse, Kapitalismus und Opposition, Vorlesungen zum eindimensionalen Menschen, erschienen im Verlag zu Klampen, angereichert mit einigen Texten mehr, die Zeit widerspiegeln, die etwas davon erzählen, das Ganze, die Vorlesungen kontextualisieren. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zeitnehmen. Wir zeichnen das Interview jetzt gerade am 30. April auf, das heißt, ich wünsche einen kämpferischen 1. Mai morgen. Am Tag nach der Erstausstrahlung dieser Sendung ist tatsächlich Marxens 200. Geburtstag. Wir können dieses Interview vielleicht tatsächlich ihm und der Sache widmen. Das wär wunderbar, weil ich fest von überzeugt bin, noch ein kleiner Nachklapp, dass sehr viel mehr Marx drinsteckt in den Pariser Vorlesungen als im eindimensionalen Menschen. Das ist vielleicht ein schöner Abschluss. Ich danke Ihnen sehr herzlich.